Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Hallo. Oh, fuck. Da ja, jetzt auch damit Munition sparen muss, ne? Das Gute ist, ich glaube, es sind keine Mimics drin, oder? Wenn jetzt so viel anderes Zeugs hier ist. Okay, Lebenserhaltung, ist irgendwas Geiles. Im Lagerraum neben dem Craftlift sind weitere Sauerstoffflaschen. 1473. Leer, schade. Medikits haben wir aber jetzt lustigerweise ein paar, weil ich mich jetzt doch ganz gut mit meinen Nahrungsmitteln heilen kann. Das gefällt mir irgendwie. Was, eine Strom hat hier noch irgendwo einer rum? Ich hab grad was gehört. Scheiß auf Ersatzteile, verdammt nochmal. Oh nein, bitte nicht! Wo bist du? Scheiß Poltergeist. Ach, wir sind ja fast tot. Nice. Aber wir haben halt echt so viel Nascherei. Das wäre einfach dumm, wenn wir dafür ein Medikit verwenden. Alter, wir haben noch 3 Schuss. Ich brauche Recycler. Ich brauche alles. Fuck. Wollte eigentlich nur gucken, ob hier oben irgendwas ist, weil der neuerdings Mode ist, auf Schränken was zu verstecken. Das ist auf jeden Fall so eine komische... Ich stricke aber auch die ganze Zeit das Falsche, ey. Auf jeden Fall da hoch, weil da war so ein, ne? Moment mal, ich glaube, wir können von hier darüber klettern. Ne? Oh fuck, kommen wir von hier darüber? So, da können wir da drauf, wollte ich gerade sagen. Wir können auch anders da drauf, aber... Komische Wartungsschleuse. Na egal. Gehen wir außen rum. Operator nähert sich. Was ist denn hier los? Hallo, macht mal Platz. Will er rein? Ach, bitte jetzt nicht wieder irgendwelche Gegner drin, ey. Komm, reißt euch zusammen, einmal nur. Sonnengetrocknete, leckere, super, super leckere Tomaten. Repleuer. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt, entsprechen Ein- und Auslassarmaturen den Vorgaben. Und was genau soll dieses Ding in unsere Wasserversorgung injizieren? Das steht mir nicht frei zu sagen. Aha. Tja, dann haben wir ein Problem, Tobias. Dr. Kelstrup hat es bereits abgesegnet und... Für so etwas benötige ich eine Unterschrift von Alex oder Morgan. Aber solange ich also keine Tinte auf einer gepunkteten Linie sehe, müssen Sie Ihren Injektor weiter Dr. Kelstrup zeigen. Neues Ziel, Psychowasser. Oh Gott, ich glaube langsam ist es erreicht. Ich erinnere den psychoaktiven Partikelinjektor Wasseraufbereitungsanlage. Ich glaube langsam ist es erreicht, langsam wird, glaube ich, meine Lust echt... Geht kaputt, was das angeht. Mit neben Quests machen. Ich überlege gerade, ob ich einfach jetzt zum Hauptquest gehe.
Okay, wartet mal. Lasst uns mal wenigstens noch in den. Also ja, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr hier großartig noch Nebenquests zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen machen wir jetzt nicht mehr alle Nebenquests. Passt auf. Als erstes gehen wir mal hier hoch, damit wenigstens die Leiche noch da abgreifen kann. So. Egal, egal. Hier sind wir gekommen. Ich will jetzt zumindest in den Frachtraum. Also wenn wir jetzt einmal hier sind, will ich wenigstens an den Frachtraum rein. Der ist da oben. Dann will ich noch mal schnell in die, was war das? Neuromod-Sektion, um die Schlüsselkarte zu holen, dann hoch zu Alex Tresor und dann eigentlich einfach Hauptquest. Und vielleicht Nebenquests, die auf dem Weg liegen. Also so ist gerade der Plan, weil hab ich habe ja auch morgen wieder Bock, Nebenquests zu machen, aber jetzt gerade, ich weiß nicht warum, aber gerade mit der Lust vergangen. Dieses neue Nebenquest hat immer dafür gesorgt. Aber egal, macht ja nichts. Wir sind ja nicht gezwungen, alle Nebenquests zu machen. Ich war sowieso noch nie jemand, der immer bei allen Spielen versucht, 100% zu bekommen. Ausnahme halt wirklich Witcher 3, weil die Nebenquests da einfach so genial waren, dass ich da halt wirklich die ganze Karte abgelaufen bin, um an die ganzen interessanten Orte zu gehen und auch die Nebenquests alle gemacht habe, soweit möglich. Bin ich jetzt? Im Frachtraum, sehr gut. Also irgendwo muss er jetzt sein. Nur die Frage, wo? Oh, Scheiße. Geil, ich habe überhaupt keinen Schuss mehr. Was gerade ein Finisher-Move? Ich habe gar keine Munition mehr, Freunde. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich komme mir trotzdem durch. Auch ohne Munition. Oh, ey, warum drücke ich denn immer die falsche Taste, ey? Es ist halt nur die Frage, wo ist die Leiche? Scheinlich die Tür verschlossen. Oh, ist ja noch alles voll, wie es aussieht. Fuck. Waffen-Upgrade. Magazin. Braucht man auch noch Munition dafür, damit sich das auch lohnt, die Magazinvergrößerung. Fehlfunktion. Ich will eigentlich bloß hier die Kiste finden. Mikrogravitation entdeckt. Will eigentlich bloß die Kiste finden, die Leiche und fertig. Ich habe das blöde Gefühl. Scheiß drauf, kein Bock, kein Bock. Schwerkraft normal. Sehr schön. Ich werde jetzt einfach zurückgehen, weil ich gerade keinen Bock habe, ohne Munition hier alles zu durchsuchen, weil ich keine Lust habe, gegen Gegner nur mit einer beschissenen Rotzange zu kämpfen.
Fuck, was mache ich denn jetzt? Ich meine, wenn ich jetzt dann nochmal in die Neuromod-Sektion will. Moment mal, komme ich da vorher nicht irgendwie. Ist die Lobby, ist das nicht in der Nähe von meinem Quartier? Kann ich da nicht mein Quartier aufsuchen, recyceln und Munition herstellen? Das wäre dann ganz gut. Ich glaube, da gucken wir jetzt mal. Also ich finde es eigentlich geil mit der Munition. Ist eigentlich genau das Richtige. Die richtige Menge so momentan, um... katastrophaler Schäden in Frachtraum 1 ist der gesamte Bereich zu räumen, bis alle Reparaturen abgeschlossen wurden. Betroffene Mitarbeiter werden um neue Posten kontaktiert. Dies ist eine Aufzeichnung. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Um halt nicht die ganze Zeit unendlich Munition gefühlt zu haben, aber auch nicht so wenig Munition haben, dass es eigentlich gar nicht auf den Sack geht, dass man halt so wenig Munition hat, wie das zum Beispiel bei The Evil Within am Anfang der Fall war. Ja, also gehen wir jetzt erstmal in die Lobby, gucken, ob ich da irgendwie in der Nähe, ich glaube, da bin ich in der Nähe von meinem Quartier und dann Neuromod-Sektion und dann, oh Gott, wie lange wir jetzt dieses Hauptquest-Datenzentrale schon offen haben und einfach nicht hingegangen sind, ist krass. Aber okay, wie gesagt, es war jetzt auch nicht alles super langweilig, es waren ja auch viele interessante, in Anführungsstrichen dem Spiel entsprechend interessante Nebenquests. Es kann auch gerade sein, dass ich komplett falsch bin mit meinem Kopf. Ich dachte, Lobby wäre da, der Eingangsbereich, und dann von da aus... Nee, Quatsch, das war anders, oder? Das war anders. Ich nicht, also wir speichern erst nochmal. Was, wie, ich kann nicht speichern. Boah, halt's mal. Nee, nee, das ist schon richtig, oder? Scheiße, scheiße, ich bin wieder auf der falschen Seite, oder? Ich bin wieder auf der falschen Seite. Nee, ist die richtige Seite, nice. Geh zu, Tür, geh zu, Idiot! Egal. Hallo! Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Okay, jetzt haben wir erstmal anständig Platz gemacht. Wir bekommen auch anständig Zeugs. Und können anständig herstellen, bitte. 15, oh, es ist immer noch so wenig. Fuck. Also ich bin wieder für zweimal Pistole und der Rest halt Schrot. Gott, wie ich halt niemals Zeug übrig habe, um Neuromods zu schaffen. Wie ich den ganzen anderen Müll halt so oft habe, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist aber schon sehr unbalanced, oder? Wir haben jetzt null, was können wir denn herstellen? Anti-Jägerin-Blabla-Bolzen können wir herstellen. Flexi-Form-Bolzen. Anti-RADS können wir herstellen. Ach, das können wir ruhig nochmal herstellen, weil das kann man immer mal gebrauchen. So. So, den Rest brauchen wir aber, also mehr brauchen wir dafür nicht. Anzug-Reparatur-Kit, ach geil, brauchen wir auch sonst nichts. Aber ja, haben wir halt eine Milliarde Mal. Die ganzen sinnlosen Sachen. Egal. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Lass mal eine Ebene tiefer. Neuromod-Abteilung. Da müssen wir hin, alles klar. Also müssen wir dann durch die Lobby.
da drüben, drüben rauf. Stimmt, da war ja auch kein Questanzeiger. Da mussten wir einfach selber hin. Vielleicht komme ich ja von hier oben irgendwie durch, ohne dass die mir auf den Sack gehen. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So. Wir müssen also, wenn ich mich nicht komplett irre, müssen wir darüber, oder? Wir müssen darüber. Ist hier ein Neuromod? Vertriebsabteilung. Neuromod ist da. Das hier müsste Neuromod sein. Yay! Durchgesneakt, also komplett Tom Clancy Splinter Cell Style. Boah, bitte lass da keine Gegner drin sein. Ich meine, hast du wieder Munition, hast keinen Bock, hier groß noch zu kämpfen. Gebt mir einfach diese scheiß Karte, dann mach ich wieder in den Fahrstuhl rein, hau ab und alle sind glücklich. Das ist jetzt so das Spontane. Ja, ja. Na kommt, oh, das dauert extra lange. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Ach weh, ich finde die Karte nicht. Aber ich war halt der Meinung, dass ich auch schon mal irgendwo oben drauf gewesen wäre und mir so eine Karte eingesammelt hätte. Hm. Kann natürlich sein. Pass mal auf, dann ist nur Schrott da drin. Aber wir wollen ja so oder so zurück zu LXU, weil wir jetzt ja endlich zum Tresor können. Aufgrund der Tatsache, dass wir Hebelkraft 2 können. So. Neuromod. Neuromod, Neuromod, Neuromod. Stimmt, wir können es auch nicht nochmal nachlesen, weil das war ja blöderweise einfach nur Restroom. Skill Recording Room. Wie kommen wir denn hier hoch eigentlich? Wo genau sollte das sein? Oh, ich sehe es schon, konnten sie das nicht finden, umsonst hingegangen. Ach, fuck. Konferenzraum. Scheiße. Oh, irre ich mich gerade, war es nicht die Neuromod-Abteilung, was ist anderes? Psychotronik? Verwechsel ich Neuromod-Abteilung gerade mit Psychotronik? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Also nochmal gehe ich dann nicht zurück, Freunde. Ich dachte, auf einem PC-Schrank hätte ich gelesen, aber es sind keine PC-Schränke. Fuck. Wieso haben wir das Waffen-Upgrade nicht mitgenommen? Was ist denn da los? Waren wir hier noch nicht drinne? Ich bin gerade äußerst verwirrt. Zugriff auf Fähigkeitsaufzeichner. Verkehr während der Aufzeichnung im Bereich des Fähigkeitsaufzeichners minimieren, bla bla bla. Okay, keine Ahnung. Helfen Sie uns bitte, wir stecken hier fest. Graves hat die Türschlösser außer Kraft gesetzt und es gibt keine Möglichkeit, die Fabrikation zu verlassen. Wir sind oben im Forschungsbüro. Snow und Divya sind auch dabei. Bei Graves brennt Licht und ich kann sehen, wie er seinem Büro herumläuft, aber er reagiert nicht. Wir müssen also nach oben, denke ich mal. Research und Design. Wobei, Research und Design. Auf einem PC-Schrank. Halt, was ist denn das für eine Luftschleuse da oben?
Also Wartungsschleuse, sorry. Okay. Aber hier war noch immerhin schon mal so eine Art PC-Schränke. Was ist denn das eigentlich für ein Bug, dass da manchmal hier anzeigt, man kann was reparieren, dann ist es gar nicht so. Gut, wir waren jetzt hier oben drauf, hier war nichts. Sonst gibt es hier keine PC-Schränke. Generell Schränke, die so groß sind, dass man draufklettern muss, um sie zu sehen. Da ist auch nichts. Das hier ist mit Sicherheit jetzt schon zu weit, oder? Wir sind ja immer noch im Neuromod-Labor, oder? Sehen wir das noch als Neuromod-Labor? Neuromod-Abteilung, ja. Scheiße. Das Gebiet ist doch größer als gedacht. Gott, das finde ich doch niemals. Vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden. Ich verstehe auch nicht, warum das kein Ziel ist. Vielleicht auch ein Bug, keine Ahnung. Fuck. Also in diese Fake-Räume muss ich jetzt, glaube ich, nicht erst gehen, oder? Von hier oben runter schauen, vielleicht sehen wir es irgendwo. Halt. Da leuchtet was. Ah, ist aber nur so ein Kabel und eine Spule. Das ist es leider nicht. Das ist es leider nicht. Und das lohnt sich jetzt auch nicht, deswegen da irgendwie Action zu machen und großartig rüber zu gehen. Hier irgendwo was? Ich weiß gar nicht, das zählt wahrscheinlich auch gar nicht mehr als Neuromod-Abteil. Also, ach, ich habe keine Ahnung. Ich meine, hier haben wir schon... mal PC-Schränke oder irgendwas in die Art. Auch hier sehe ich es nicht. Fuck. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht weitergehen. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pack, das bis zum nächsten Mal. Ich sehe schon, kommt das noch nicht finden. Scheiße, Mann. Egal, tschüss.